Im Herbst werden die Gemeinderäte aller Walliser Gemeinden neu bestimmt. Der Egon Furrer und der Marc Wiesen von der CVP jubeln jetzt schon. Sie sind zwar noch nicht in den Gemeinderat gewählt worden, haben aber einen Wahlkampf der kulinarischen Art gewonnen. Ihr Dessert ist von den Gästen im Restaurant Stahlbach zum besten Gang gewählt worden. Wie ist es dazu gekommen? Freitagnachmittag im 4. Restaurant Stahlbach. Der Olivier Imbodo, Organisator des Events, informiert die Teilnehmer über den Abläufe des kulinarischen Wahlkampfs. Dann werden euch schon die Kochschürzen verteilt. Wie man sieht, bekommt jede Partie eine Kochschürze mit ihrer Farbe. Die 5 gerätsten Oberwalliser Partien haben je 2 Kandidaten in den Stahlbach geschickt. Jede Partie ist für einen Gang verantwortlich vom 5-Gang-Menü. Anschliessend ist es zur Menüverteilung gekommen. Der Küchenchef Reinmar Eckel weist in der Küche den Kandidaten ihre jeweiligen Arbeitsplätze zu. Warum organisiert man im Stahlbach so einen Anlass? Im Herbst ist Wahltag und wir haben im April mal überlegt, was könnten wir zu den Wahlen machen, die in einen Gastrobetrieb passt. Und dann haben wir eigentlich die Adaption vom perfekten Dinner gesucht und gedacht, das wäre doch lustig, wenn die Partien hier vom Oberwallis gegeneinander kämpfen und indem sie das perfekte Essen oder den perfekten Gang würde kochen. Der erste Gang sind Salatblätter mit rosa Gräpfli und gepresstem Gemüse mit Tartar vom Walliser Trockenfleisch. Rotes Trockenfleisch passt zur SP mit dem Leander Stoffel und dem Karl Schmidthalter. Ich sehe Kritiken, die wir nicht so recht verstehen, aber das ist nicht Politik. Das, was ich nicht selber machen kann, ist es nicht so riemen. Am Abend um 7 Uhr treffen die ersten Gäste ein und nehmen das Aperitif. Sie müssen jeden Gang mit Pinkt bewerten und kühlen so den Sieger. Der zweite Gang war Kürbiscreme und Rotkohlcremesuppe in Kombination. Die SVP mit der Sigrid Fischer Villa und dem Paul Biffiger haben geschaut, dass ihnen niemand die Suppe versalzt wird. Ja, das habe ich gemacht. Jetzt fällt die SVP fällt schon uns. Manchmal geht es euch noch blutig zu und her in der Küche. Tut es dir wenigstens weh? Ja, das aber die parteiübergreifende Solidarität greift in einem Notfall. Der dritte Gang war Rotwein-Risotto mit Steinpilz und Safran-Risotto mit Creme Fraiche. Dieser Zwischengang hat die FDP mit der Iris Kündig und dem Christoph Föhn gekocht. Die Frau Föhn über die Kochkunst von ihrem Mann. Also er könnte wirklich super kochen, schon dass er es nie macht daheim. Wie Metzger und Züchter die Kandidaten? Sehr gut, das ist bis jetzt alles die top gegangen. Sie sind sehr motiviert gewesen. Also wirklich, sie sind jetzt wieder heimgemacht. Der vierte Gang war Kalbs- und Rindsfilet mit Marktgemüse und Süßkartoffelchips. Verantwortlich dafür war die CSB mit dem Patrick Amos und dem Anton Läuber. Ich will alles sagen, es war wirklich ein dunkler Abend. Wir haben wirklich von den ganzen Beteiligten wirklich von der Abend gehabt. Gute Kollegen, ich habe lustig gehabt. Wir haben wieder profitiert, wir können prügeln, können andere zum Teller probieren, können zuschauen. Ich muss sagen, was wir hier in der Küche erlebt haben, ist wirklich eine gute Sache. Ich hoffe, das kann so weitergehen. Neben dem Chefkoch schauen euch die beiden Kech Cornelius de Roy und Ibrahim Pereira, dass in der Küche alles rund läuft. Ja, es war recht lustig. Es sind jede Menge Sprich und Sticheleien gegangen. Zwischendrin hat man ein paar gute Gespräche gehabt und einiges gelernt. Für mich war es auch interessant als Berufsschullehrer, der heute Kech Allgemeinbildung gibt, einmal zu sehen, was die im Alltag machen und was in der Küche abgeht. Wenn man vom Rüsten bis zum Dessert servieren dabei ist. Zum Dessert hat es Holunderblütensorbet mit Fischbedarm in der Heide gegeben. Dazu Walliser Roggenbrot und schwarze Toblerone-Schokolamousse. Die CVP mit dem Egon Furrer und dem Marc Wiesen haben versucht, für einen guten Menüabschluss zu sorgen.
Der Gast hat es geschmeckt. Zerato, welche Partie was gekocht hat, war aber schwierig. Sehr gut. Es war abwechslungsreich, vielfarbig. Keine Ahnung, wer es gekocht hat. Als rühmenswert. Könnte nicht besser sein. Ganz fein, wunderbar. Auf hohem Niveau jammert ihr hier. Das hätten wir euch allen eine Szene geben können. Aber wir haben ja Miesso, David. Und ich habe zwei, die gleich sind. Ich habe den Rotwein-Risotto, also den Risotto. Und Dessert ist für mich gleich. Und wir hatten das Gefühl, also eine Zeit lang, es gäbe vielleicht eine rot-gelbe Koalition. Weil super und der Risotto war zweimal rot-gelb. Darum war ich nicht so sicher, ob die sich zusammengetan in der Küche. Wohl, tipptopp gefallen, guten Abend, gut zu essen. Ich bin überrascht, wie die Politiker gut kochen können. Der eine oder andere Politiker scheint sich auch noch für andere Aufgaben zu empfehlen. Summe Dinge, wahrscheinlich besser ein Beizüfer als Politiker. Heute dem Gemeindepräsidenten von Fischb, dem Niklaus Furger, hat der Abo gefallen. Also bis jetzt ist das kulinarisch wirklich sehr, sehr gut gewesen. Muss ich sagen, die Politiker verstehen nicht nur etwas von der Politik, sondern können wirklich euch sehr, sehr gut kochen. Das müssen sie sagen. Über alle Partien. Jetzt kommt es zu uns an, weil das Stärkste ist. Dessert ist absolut Favorit, ja. Oh, könnte ich mir noch vorstellen, dass das meine Kollegen von der CVP sind. Das Fazit von den 10 teilnehmenden Politiker und Politikerinnen ist durchwegs positiv. Heute Nachmittag und heute Abend, das war super gewesen. Wir haben einander geholfen. Die Gelben mit den Blauen. Ohne Blauen wäre es natürlich nicht gegangen. Also ich habe einen richtig guten Zusammenschluss gefunden mit dieser Kocherei. Mal etwas Besonderes gewesen. Mal haben wir andere politische Suppe gekocht, was sonst. Und es ist hart zu und her gegangen hinter den Kulissen, inklusive fast abgeschnittene Finger. Aber bis Ende Abend ist wieder dran gewesen. Es war wirklich amüsant gewesen. Ja, es war ein toller Abend gewesen. Alle haben miteinander geschafft. Jeder hat seine Aufgabe gehabt, so wie es aber sonst in der Politik sind. Man trifft andere Leute, die man eigentlich sonst nicht so trifft. Man hat überall andere Partien und das ist sehr gut. Ich habe das Gefühl, es war ein sehr guter Abend gewesen. Mit Kollegen, die wir zwischendrin kennen in der Politik. Und jetzt die eine, die Farbe oder die andere Farbe hat, die wahrscheinlich die keine grosse Rolle gespielt. Wir haben alle miteinander Spass gehabt, haben einander geschätzt und haben natürlich hier nur das können machen, dank der grossartigen Unterstützung von den Kirchen. Das war eine tolle Geschichte. Wirklich ein toller Abend gewesen, wie mein Vorredner gesagt hat. Wir haben es lustig miteinander. Und ich bin der Meinung, so kochen in der Politik miteinander, das ist eine gute Sache. Und das sollten wir vielleicht euch das eine oder andere Mal noch wiederholen. Wir haben sehr flott miteinander gearbeitet. Und auch wenn wir ein paar Zwischendrinsprüche gemacht haben, wir haben es lustig gehabt, wir haben Spass gehabt. Und wenn wir aneinander angezündet haben wegen der Partien, schlussendlich haben wir gesehen, dass wir alle miteinander gearbeitet haben. Es war sicher ein angenehmer Abend. Ja. Und ich glaube auch, das ist etwas, was man eigentlich immer sagen muss, was sonst in einem Gemeinderat nachher ist. Jetzt ist Wahlkampf, da tun wir andere mal einen austeilen machen. Am 14. Oktober sind die Wahlen vorbei, da ist klar, wer gewählt ist, wer nicht. Dann geht es eigentlich wieder darum, dass wir zusammenarbeiten. Und glauben die Sieger, dass der Gewinn hier im Stahlbach ein gutes Omen ist für die Gemeinderatswahlen? Ja, es muss fast so sein. Aber immerhin werden auch nicht so gute Helfer wie heute. Oder aber der geht erst recht, ja. Ja, ich denke, es ist sicher ein gutes Omen. Wir werden sicher im 14. Oktober in die CVP im Bezirk Fischb, aber im ganzen Oberall alles gut abschließen. Und beim nächsten Mal sind Sie wieder dabei? Es wäre natürlich, ich wäre fast eine Frechheit, wenn es zwei andere schickt als der Margot und mich. Mal schauen, ob es bei den Grossratswahlen im Frühling wieder einen kulinarischen Wahlkampf wird geben.